So, Mahlzeit, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir mal bei einem Golf 4 Variant hinten rechts, also Beifahrerseite hinten, den Gurt einmal tauschen. Das ist das Problem. Also der hat komplett blockiert, also lässt sich gar nicht mehr lösen. Von daher habe ich da einmal einen gebrauchten Gurt bestellt. Den werden wir jetzt einmal tauschen. Also im Prinzip den alten ausbauen, den neuen einbauen und danach werden wir einmal schauen, was genau der Fehler war. Für den Ausbau des Gurtes müssen wir diverse Verkleidungen lösen und abbauen. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal sofort an. So, erstmal müssen wir die Rückbank hier einmal, also die Sitzfläche, umklappen. Und dann sehen wir hier schon, hier ist der Gurt unten befestigt. Das ist eine 17er Schraube, die werden wir jetzt einmal herausdrehen. So, dann müssen wir dieses Plastiknöppeldingen hier rausdrehen. Das kann man einfach per Hand machen. Ja, das ist im Prinzip eine Plastikmutter. Die ist hier auf ein kleines Gewinde draufgeschraubt. So, dann werden wir die Rückenlehne einmal umklappen, um an die Verkleidung zu kommen. So, diese Verkleidung muss einmal ab, weil sich dahinter der Aufrollmechanismus für den Gurt befindet. Die müsste eigentlich nur geklipst sein. Das heißt, wir sollten die eigentlich irgendwie abziehen können. So, mit einem kleinen Ruck ging das eigentlich ganz gut. So, hier sieht man dieses Schaumstoffzeug, das ziehen wir einmal hier so raus. Und dahinter befindet sich der Gurt, also der Aufrollmechanismus. Ja, man sieht immer noch, der ist komplett blockiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier noch was lösen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, mit einer Verlängerung müsste ich eigentlich da dran kommen. So, das ist extrem schlecht zu zeigen, weil ich habe jetzt auch gerade keine vernünftige Lampe da. Aber genau hier drunter mittig sitzt eine 17er Schraube. Und die werden wir dann einmal lösen. So, Schraube ist gelöst. Und wir haben den Gurt in der Hand. Jetzt müssen wir den einmal noch oben an der C-Säule lösen. Also im Prinzip die Gurtführung. So, hier sehen wir die Gurtführung. Hier drunter befindet sich noch eine 17er Schraube. Die lösen wir auch einmal. Und dann haben wir den Gurt ausgebaut. So, für den Einbau fangen wir mit dem Gurtaufrollmechanismus an. Dann muss diese Nase hier unten hier rein eingehangen werden und dann festgeschraubt werden. So, die Gurtrolle ist drin. Jetzt nehmen wir die Schraube und fummeln die hier irgendwie rein. So, die Schraube ist angesetzt. Wir werden die jetzt einfach mit dem Schlagschrauber festziehen. So, dann hätten wir die Gurtrolle schon mal drin. Jetzt gehen wir an die
C-Säulenverkleidung und machen da die Umlenkung dran. So, die Schraube der Umlenkung, die hat nur ein kürzeres Gewinde als die anderen, hat dafür hier so noch eine Hülse drum. Wir müssen ganz darauf achten, dass wir die hier auf jeden Fall hier reinstecken. So, die ist auch angesetzt und dann ziehen wir die einmal mit dem Schlagschrauber fest. So, Deckel zu und fertig. Ja, der sieht ein bisschen sehr schmandig aus, den werde ich auf jeden Fall nochmal vernünftig sauber machen. So, nun werden wir die Verkleidung wieder montieren. Wir müssen hier die goldenen Klipse auf diese Falz hier stecken und dann die Verkleidung hier reinschieben. So, vorher aber noch dieses tote Kaninchen rein. So, die Verkleidung ist wieder drin. Weiter geht's. So, jetzt klappen wir die Rückbank wieder um. Und werden dann den Gurt hier unten wieder befestigen. Aber vorerst befestigen wir erstmal die Verkleidung. So, dann drehen wir mal den Pin hier wieder drauf. So, die Schraube stecken wir durch den Gurt und schrauben den einmal hier per Hand rein. Und dann nehmen wir unseren Schlagschrauber und ziehen die einmal fest. So, einmal nur noch die Sitzfläche umklappen, die Gurtschnallen einmal durchziehen und dann ist alles durch. So, jetzt schauen wir uns einmal den alten defekten Gurt an. Wie gesagt, der geht hier immer noch nicht auseinander. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den auseinander bekommen. Aber vielleicht kriege ich den ja doch nochmal irgendwie so gelöst. In der Aufrollung befinden sich Kugeln, die bei einer starken Abbremsung ihre Position verändern und dadurch den Abrollmechanismus blockieren. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob wir den vielleicht doch noch so gelöst bekommen. Vielleicht haben sich die Kugeln einfach nur ja, irgendwie verklemmt da drin. Oh. Funktioniert. Wahnsinn! Was ist das denn?
Ja, unabhängig davon, ob der Gurt blockiert hat, ich hätte den sowieso tauschen müssen. Da hat irgendjemand am Gurt gefressen. Gab wohl nicht genug zu essen zu Hause. Ja, ich brauche den gar nicht weiter auseinandernehmen. Kann sein, dass er sich dadurch natürlich verhakt hat irgendwie. Wie man sieht, also das ist natürlich ein erheblicher Mangel auch beim TÜV. Also da kriegt er gar keine Hauptuntersuchung drauf, wenn sowas zum Vorschein kommt. Ich habe da eine Vermutung, wie das passiert sein könnte. Der Vorbesitzer hatte, ich glaube, drei Hunde, also zwei Windhunde und noch irgendwie was Kleineres gehabt. Mit dem hat er natürlich, also mit dem Wagen hat er die Hunde immer transportiert. Kann sein, dass sie dann natürlich auch auf der Rückbank mal gesessen haben. Ja, einer von den Hunden muss den wohl dann angeknabbert haben. Wieso auch immer. Mir ist es nicht aufgefallen, ich habe das Fahrzeug jetzt noch gar nicht so lange. Ja, ich habe halt nur gemerkt, dass der Gurt blockiert und wollte den deshalb austauschen. Das ist natürlich die Härte. Ja, auseinanderreißen kann man den auch nicht. Nee. Aber wie gesagt, man muss sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn man sich mit so einem Gurt anschnallt und in einen Unfall verwickelt wird. Entweder das Ding reißt oder, weil es so dünn ist, würde. Also entweder das Ding reißt oder aufgrund dessen, dass er so dünn ist, wird er sich wahrscheinlich dann in die Schulter ja reinschneiden einfach. Das ist total gefährlich einfach. Deshalb gut, dass ich den natürlich jetzt auch ausgetauscht habe. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei meinem nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Ciao.